Willkommen zurück zu Sherlock Holmes. Hier gab es in der letzten Folge einen Unfall und diesen sollen wir durchsuchen oder untersuchen, besser gesagt. Und 4 von 13 Dieser Elementen Mechanismus haben wir schon. Hat definitiv eine Rolle bei dem Unfall gespielt. Ja, kommt drauf an, was für eine Rolle. So könnte das natürlich alles passiert sein, ne? Kürbis, die 5. Nee, so war es auf jeden Fall nicht. So lief das nicht ab. Nee, definitiv nicht. Der Kürbis wird zuerst da gehen, dann das wurde aktiviert. Dann die Plattform, denke ich mal, nach oben. Und das Seil nach unten. Nein, so lief das nicht ab. Auch nicht, okay. Dann so, so, so. Dann vielleicht das so und das. Ach, falsches. Ah, gut. Ja. Fertig. Ah. Interessant. Hier fielen die Kürbisse nach der Kollision herunter. Und hier sind auch Haufen Schränke umgekippt. Diese Schränke fielen um wie Dominosteine. Jetzt hätte die eine aufgestellt. Darf ich ein paar Fragen zu dem Unfall stellen? Es passierte alles so schnell. Es gab eine Explosion und mein Pferd bockte und schleuderte mich gegen die Schränke da. Darf ich Ihnen ein paar Fragen zu dem Unfall stellen? Es passierte alles so schnell. Es gab... Mit solch einer Droschke kann man hohe Geschwindigkeiten erreichen. Was sagt er hier? Darf ich Ihnen ein paar Fragen zu dem Unfall stellen? Nein, dürfen Sie nicht. Verschwinden Sie. Was? Muss ja nicht gleich so unfreundlich sein. Das arme Pferd hier hat's voll erwischt, ey. Der Fahrer ist tot. Die Explosion hat ihn umgebracht. Diese Kutsche fing nach der Explosion im Lampengeschäft Feuer. Gott, hier auch das arme Pferd, ey. Das Pferd konnte wegen der Fahne nicht sehen und raste in das Schaufenster. Ansonsten scheint hier auch nichts weiter zu sein, nehme ich mal an. Das Pferd konnte wegen der... Warte mal, hier. Diese umgestürzten Lampen könnten das Feuer und die Explosion verursacht haben. Na, das könnte durchaus sein. Festliche Fahrt. Hallo Wechsels Zuschauer. Ein toter Fahrer. Ein weiteres Opfer der Explosion. Wartet mal kurz. Ich nehme... Halt. Ich nehme grad auf, du Mond. Hier ist was los. Mitten in der Aufnahme. Ein üblicher Phaeton. In unüblicher Lage. Sehr unüblich. Diese Kutsche fuhr ins Gerüst, das dann einstürzte. So. 12, 13. Jetzt fehlt uns bloß noch ein einziges. Was könnte das sein? Ist die Frage, was könnte man hier noch finden? Vielleicht hier noch irgendwo etwas? Die Typen haben mir auch nichts zu erzählen hier. Nee, das sind alles bloß Gaffer, sag ich jetzt mal. Hier sieht man das ganze Spektakel nochmal. Aber irgendwas fehlt uns. Ganz entscheidender Hinweis, der hier vielleicht. Darf ich Ihnen ein paar Fragen zu dem Unfall stellen? Nein, dürfen Sie nicht. Verschwinden Sie. Warte mal, hier war gerade was, oder? Nee, doch nicht. Okay, schade. Was für ein Desaster. Ah, hier. Ein Karren, der seine besten Tage hinter sich hat. Ja, definitiv. Ansonsten hier... Warte mal, hier ist doch noch... Eine echte Katastrophe ist das. Eine echte Katastrophe ist das. Okay. Die scheinen sich hier drinnen gut gehen zu lassen. Dann würde ich sagen...
Wir müssen aber noch irgendeinen speziellen Hinweis finden. Nur welchen ist die Frage? Von hier hinten können wir nichts sehen, ne. Ach, hier ist noch einer. Den haben wir noch nicht befragt. Darf ich Ihnen ein paar Fragen zu dem Unfall stellen? Bitte. Nicht jetzt. Ich stehe unter Schock. Oh mein Gott. Ah, hier. Dieser Wagen wurde vom einstürzenden Gerüst getroffen. Oh, jetzt haben wir unsere 13 Elemente. Karte des Unfallorts. Ich habe nun genug Informationen gesammelt. Sehen wir uns jetzt die Reihenfolge der Ereignisse an. So, die Reihenfolge der Ereignisse, sagt er. Dann kann es ja eigentlich nur so sein. Nee. Achso, warte mal, Vergangenheit. Warte mal, zurücksetzen. Ja. Ach nee. Nehmen wir mal an, erst das, dann er hier. Dann das. Weil ich kann mir das bloß so rum vorstellen. So, dann war er hier erstmal gewesen. Und er halt hier mit diesem... Stopp, nehme ich an. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dann ist das Ding abgegangen. Nee, das kann auch nicht hinhauen. Warte mal. Nee, das war's so nicht. Definitiv nicht. Nein. Nee. Ich denke, ich sollte mehr auf die Details achten. Ja. Das könnte sein, dass das Pferd hier ausgerutscht ist. Er hier durch. Das Ding hier rüber. So. So. Dann kam die Explosion mit dem. Ja gut, ob das jetzt hier in der richtigen Reihenfolge ist, ist eigentlich vollkommen hoch, sag ich mal. Weiß ich nicht, normalerweise wäre so die richtige Reihenfolge. Fertig. Na, sag ich doch. Die Vollbremsung der Wartungskutsche löste das Desaster aus. Aber die Laterne fiel erst am Ende um. Warum hielt die Kutsche also an? Vielleicht, weil da Wasser war. Nehme ich mal an. Unfallort, okay. Finden Sie heraus, was dazu geführt haben könnte, dass die Wartungskutsche plötzlich anhielt. Jetzt haben wir die Wartungskutsche durchsuchen, nehme ich mal an. Ah, hier. Das Rad ist metallbeschlagen. Der Hydrant wurde aufgedreht. Aufgedreht sogar noch? Aha. Gott. Was hat denn der? Eine Tätowierung. Eine Tätowierung. Okay. Vermutlich von einer Bande. Handfläche. Dieser Mann starb an einem Stromschlag. Wie man an den Spuren auf seiner Hand sieht. Der hat eine Waffe bei sich. Er war mit einem Revolver bewaffnet. Wobbley, denke ich. Ansonsten nicht weiter, oder wie? Doch, hier am Schuh. Dreck. Außen, was die Wasserung gestoppt hat. Ansonsten können wir bloß noch den hier untersuchen. Ein Stück Stoff voller Lösungsmittel. Ein Lösungsmittel. Aha. Das hier von der gleichen Bande. Der hat auch Verbrennungen. Ölflecke. Nee, Lakritze. Okay. Das war wohl ein Naschkater. So. Überflüssige Kommentare, ich weiß. Wasco.
Roscoe, den kenne ich. Ein Kleinkrimineller hier aus der Gegend. Ein Lösungsmittel. Ein Stück Stoff voller Lösung. Huh. Ansonsten gibt es ja nicht weiter, so wie es scheint. Doch ein hier. Ein Presslufthammer. Matsch. Riecht streng. Sehr streng. Tja, ansonsten kann ich mir das jetzt auch nicht erklären. Tod durch Stromschlag. Der Fahrer und der Zweitinsasse, der sind an einem Stromschlag gestorben, aber nicht durch die umgefallene Straßenlampe. Daher stellt sich die Frage, von wo kam der tödliche Strom? Ah. Von wo kam der Strom? Vielleicht ein Unwetter? Fragen wir mal die Typen hier. Oh, mein armes Bein. Mr. Holmes? Hä? Nee, jetzt mal ernsthaft. Was sollen wir überhaupt machen? Fanden sich Leichen von zwei Männern. Sie trugen beide eine Hundetätowierung. Vermutlich mit Revolver und wieder Hunter Vasco. Ja, ist die Frage, woher er kam. Darf ich Ihnen ein paar Fragen zu dem Unfall stellen? Lieber nicht. Es passiert. Darf ich Ihnen ein paar Fragen zu dem Unfall stellen? Nein, dürfen Sie nicht. Oh, ich bin jetzt lang. Okay. Was mit ihm hier? Eine echte Katastrophe ist das. Nein. Was sagt mir, wir sind hier drinnen noch nicht ganz fertig. Weiß auch nicht warum. Ein Stück Stoff voller Lösungsmittel. Ja, was ist das Lösungsmittel? Das verstehe ich. Ein Lösungsmittel. Ja, na wofür? Für was? Das würde mich mal interessieren. Die alten Gaslaternen hier wurden durch elektrische Laternen ersetzt. Das ist komisch, irgendwas fehlt uns gerade. Warte mal, hier war er, oder? Hier. Die Kutsche ist frisch lackiert. Unter der Farbe hier steht etwas geschrieben. Das könnte wichtig sein. Ich muss diese frische Farbe irgendwie abbekommen. Mit einem Lösungsmittel. Das ist was Beklopptes. Im Lösungsmittel. Natürlich, wozu braucht man das? Oh, bin ich bescheuert. Underground. Electric Railways. Und tatsächlich, hier steht noch was. Company of London. Oh, haben die aber nicht gut gemacht hier. Underground Electric Railways Company of London. Hm. Eigenartig, eigenartig. Tab, was haben wir hier? Zwei Leichen gehört. Sie wurde umlackiert, um vom Namen zu verbergen. Warum? Weiß man nicht. Warte mal, Tee. Hier ist irgendwas. Ach, warte mal, hier Wasser. Etwas in der Pfütze. Kabel. Aha. Unter diesem Kanaldeckel hier sind Stromkabel angebracht. Ach, das führt hier lang. Das ist mies. Das ist sehr, sehr mies. Oh, da sieht man mal, wie raffiniert manche Täter... wie raffiniert manche Täter sein können. Oha. Ein Doppeldrehtrich kann so eingesetzt werden wie zwei einzelne... Aha. Ein Doppeldrehtrich? Was? Eins und drei... Haben wir sowas? Nee.
entfernen. Dann war das der hier. Jawohl. Jetzt haben wir zwei. 2-2 bräuchte ich. Haben wir gar nicht, wa? 2-2. 2-4. Oder 2-3 würde auch schon reichen. Haben wir hier irgendwo was? Da unten. Jawohl. Da hinten ist eine Spule oder irgendwas in der Art. So einen Apparat habe ich noch nie gesehen. Ja. Hm. Sieht. Aktivieren Sie dann, nehmen Sie jeweils. Einfach mal einschalten alles. Das war schon mal richtig. Das ist falsch. Das ist auch falsch, das ist Überspannung. Hm. Das ist der Hauptschalter, so wie es scheint. Irgendwas. Ah, jetzt. Der Stromschlag, der die Kutsche in Mitleidenschaft zog, wurde hier ausgelöst. Mhm. Sehr raffiniert, sehr raffiniert. Hier mal ein Schreiben. Gesetze sind nur Schall und Rauch. Frauen dürfen nun in der Öffentlichkeit rauchen. So wurde vor Gericht entschieden. Heute urteilte Magistrat Act Cox. Es ist keine Straftat mehr, wenn eine Frau in der Öffentlichkeit raucht, zumindest nicht in London. Daraufhin sprach er Mary Tausen, Edna Custer und Elsie Watkin frei, die vor kurzem gegen Rauchens auf der Trafalgar Square verhaftet worden waren. Aha. Oh, hier hat einer Wein getrunken. Ein Glas, in dem sich Weinreste befinden. Eine Flasche billiger Wein. Das könnte man mitnehmen. Für Spurensicherung und so ein Spaß. Boah, gab's das damals schon? Ich weiß es gar nicht. Nein, von hier aus kann ich die Wartungskutsche gut sehen. Perfekten Überblick. Ort der Fall abgeschlossen. Ihre Schlussfolgerung mit Constant mitteilen. Dann schnell ab, runter, jawoll. So, wo ist er denn? Da drüben. Das war er hier. Holmes, da sind Sie ja. Ich habe eine Theorie zu diesem Unfall. Schön, aber das hier war Mord. Was? Was? Dann sind Sie ein Mörder, was? Wir sind ja verrückt. Sind Sie sicher, Holmes? Ja, Mord und Unfall. Der Mörder hat das Chaos ausgelöst, indem er die Kutsche unter Strom gesetzt hat. Daher ist dieser Massenunfall nun unsere große Chance. Große Chance? Auf was denn, Holmes? Der Täter konnte das Ganze unmöglich vorhergesehen haben, richtig? Und dank des schnellen Eintreffens der Polizei könnte er sich noch hier aufhalten. Ich sehe 5 Männer, die in Frage kommen. Werfen wir einen Blick auf die Karte. Werfen wir einen Blick auf die Karte. Wählen Sie die Verdächtigen unter den Personen am Unfallort aus. Solch einen Unfall habe ich noch nie zuvor erlebt. What? Gefundene Verdächtige. Nicht verletzt beim Unfall, könnte gewöhnlicher Passant sein. Könnte, muss nicht.
Der hier? Nee. Okay. Na, bei der Wohnung. Könnte den absichtlich ausgelöst haben. Fahrer des Karrens wurde beim Unfall verletzt. Aber mir auch nicht. Nicht sehr nah an der Wohnung. Wütend und nervös. Nicht verletzt, man ist nicht sehr nah bei der Wohnung. Und jetzt brauchen wir noch einen. Wo ist der letzte? Das wäre eigentlich er hier. Nieder zum Platz zu beobachten. Mr. Holmes? Karte des Unfallorts. Tja, hier sehr nah bei der Wohnung. Er soll ja theoretisch hier gestanden haben. Dieser Mann steht am Rand des Platzes, weil er ihn verlassen wollte. Vielleicht, um nicht die Polizei zu begegnen. Er hatte genügend Zeit, das Stromgerät einzuschalten und dann abzuhauen. Weil er gerade erst angekommen ist. Vielleicht wollte er... Das glaube ich ja nicht. Nicht verdächtig. Nicht verdächtig. Der hier ist verdächtig. Und er ja auch verdächtig. Ach, nein. Nicht. Ich denke, ich sollte mehr auf die Details achten. Mehr auf die Details, sagst du. Jetzt weiß ich gar nicht. Steht unter dem Fenster der Wohnung, in der er schon findet. Vielleicht hat er genügend Zeit, um das Gerät einzuschauen. Ist auf jeden Fall verdächtig. Nicht verdächtig. Auch nicht verdächtig. Vielleicht wollte er nur den Verletzten. Er steht relativ weit weg von der Wohnung, in der sich Strom. Für mich ist er verdächtig. Des Unfalls beschäftigt war, ist es nicht möglich, dass er. Nein, so lief das nicht ab. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Muss ich jetzt überspringen, tut mir leid. Fertig. Aha, na, hatte ich doch vorhin, oder nicht? Lol. Constable, ich verdächtige hier drei Personen. Bringen Sie sie zum Verhör auf die Wache. Solange ich nicht mit leeren Händen da stehe, ist alles gut. Den Blick kenne ich. Was geht in Ihrem Kopf vor? Um die Kutsche in die Falle zu locken, musste der Täter genau wissen, auf welcher Route sie fuhr. Oder aber, die Kutsche ist nicht weit entfernt von hier losgefahren. Sogar in dieser Straße vielleicht. Erstaunlich. Holmes, es tut mir leid, aber ich muss ins Krankenhaus zu den Verletzten. Ich verstehe, Watson. Aber denken Sie daran, was ich gesagt habe. Über Kate. Genau, denkt darüber nach. Ja, dadurch, dass wir jetzt hier sehr viel Zeit verplempert haben, würde ich sagen, wir machen jetzt hier Schluss und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao.